Was war Gewitter im Kopf? Was war da los? Ansage an die Community. Okay. Hey Freunde. Okay. Das klingt aber jetzt. Das ist aber jetzt. Da schauen wir mal kurz rein. Hallo. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wird es mal um ein etwas ernsteres Thema gehen. Und zwar merkt ihr das wahrscheinlich schon unserer Stimmung. Heute wird es etwas ernster als sonst. Und zwar gibt es ein Thema, was uns beiden momentan sehr am Herzen liegt. Ja, um mal von vorne anzufangen. Wie einige von euch wissen, sind wir ja beide hier sehr aktiv auf Social Media, um auch viel mit euch zusammen in Kontakt zu bleiben. Richtig. Und beantworten dort viele Nachrichten und gucken uns Stories von euch an. Wir folgen einigen Fanpages da. Nochmal vielen, vielen Dank an jeden, der sich so die Mühe für eine Fanpage macht. Hey, mach ich gerne, Bro. Leider ist uns zu Ohren gekommen, dass es dort ein paar Ausschreitungen zwischen diversen Gruppen gibt, beziehungsweise auch diversen Abonnenten von uns. Oh, das kenne ich. Mitglieder dieser Community, die anscheinend ein bisschen über die Stränge hinausschlagen. Und zwar ist dort sehr oft das Thema Mobbing der Fall. Wir haben jetzt öfter schon mitbekommen, dass Leute ausgegrenzt werden, dass Leute beleidigt werden untereinander, dass Leute ja richtig fertig gemacht werden. Das geht teilweise bis zu Morddrohungen, bis hin zu ganz anderen. Das kenne ich noch von früher, Alter. Also nicht selber, aber das war innerhalb meiner Community früher auch so. Also das ist, das war. Ja, irgendwie sind so ein paar Fans einfach salziger als andere Fans immer wieder gewesen, ne? Sachen, die wir jetzt hier in dem Video nicht weiter ausführen werden. Und Jan und ich, wie gesagt, wir sind sehr nah involviert bei diesen ganzen Geschichten, schreiben viel mit euch und suchen immer den Kontakt zu euch. Und deswegen möchten wir hier einmal feststellen und klarstellen, dass sowas auf jeden Fall nicht geht. Und dass wir beiden auf jeden Fall das auch schärfste verurteilen, wenn wir irgendwie sowas mitkriegen, dass Leute in unserer Community gemobbt werden, wo es gerade auf unserem Kanal halt nicht so sein sollte. Ne? Das stimmt. Also, ist wenn wichtig wir und das richtig. Selber irgendwo sehen sollten, werden wir dafür sorgen, dass die, also beziehungsweise das Profil, das derartige Inhalte verbreitet, sei es Mobbing, Diskriminierung oder sogar Morddrohungen. Letzteres ist, also nicht nur Letzteres ist eine Straftat, die anderen beiden sind auch nicht erlaubt und wir werden das dann umgehend blockieren. Und da haben wir eine Null-Toleranz-Grenze für. Wichtig und richtig. Ist stark. Dass das nicht noch ein einziges Mal irgendwie vor die Augen kommen wird. Und das ist auch vollkommen egal, gegen wen sich das Mobbing richtet. Finde ich gut. Hat einfach nicht. Ja, manchmal mobben mich die Gewitter im Kopf-Fanpages auch. Auf Instagram. Ich denke mir dann einfach nur, halt dein Maul. Dazu sagen, wir haben ja nicht umsonst die Videos über mentale Gesundheit und über Mobbing gemacht und dass dann genau jetzt das auch noch vor allem über Instagram, da habe ich das gesehen, verbreitet wird, das geht einfach gar nicht. Und da ist es dann klar, ich finde das richtig und gut, dass sie das ansprechen, die Jungs. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Die Leute bewusst blockieren. Das ist wirklich gut. Wie Jan schon gesagt hat, wir werden in Zukunft dann nochmal darauf achten, dass wir Leute, die meinen, immer wieder andere Fans. Nein, ich weiß, dass das ein ernstes Thema ist. Ich stehe da auch vollkommen hinter der Message. Ich finde das richtig gut. Das ist halt ein Ding, wisst ihr, so, wenn man das quasi ab kann, dann ist das was ganz anderes, wisst ihr, was ich meine, so, man ist das ja quasi dann, also, sag ich mal, keine Ahnung, ich weiß ja auch, dass wenn mir jemand, du HS auf Instagram schreibt, dass der nicht wirklich denkt, dass meine Mom eine Schlampe ist oder eine Hure halt, ne, das ist ja klar, ich weiß halt auch, dass da meistens jüngere Leute hinterstecken, die überhaupt keine Ahnung haben, was sie damit in dieser Aussage anrichten. Aber solange es, also sobald es halt untereinander anfängt, irgendwie so ein Beef zu geben, ist das halt absolut nicht in Ordnung so. Also keine Ahnung, ich finde Mobbing und Ausgrenzung, abgesehen gegenüber Evive HD, finde ich das komplett zu verurteilen. Und nicht mal bei Evive. Leute, ihr wisst alle, dass das ein Running Gag und ein Joke ist. Ja, wir machen immer Witze darüber. Aber es gibt halt Grenzen. Es gibt halt Grenzen und die müssen eingehalten werden und ich finde es korrekt, dass sie sagen, okay, wir ahnden das, indem wir euch komplett wegblockieren mit eurer Fanpage. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Das finde ich richtig und wichtig. Und es ist ein sehr, sehr starkes Statement von den beiden hier. Wir müssen ausschließen aus unserer Community. Wir wollen diese Menschen nicht auf unserem Kanal. Also falls du einer dieser Leute bist, bitte verpiss dich. Wir haben eine Community, einen YouTube-Kanal, der für Toleranz steht, der für Aufklärung steht und gerade auch Themen anspricht, die vielleicht nur eine Minderheit der Menschen betreffen, wo Leute mit zu kämpfen haben, wo vielleicht nicht jeder mit zu kämpfen hat. Ja. Und gerade diese Leute möchten wir auch ein bisschen schützen und auch einfach denen auch ein schönes, geschütztes Umfeld quasi bieten, dass klar, nicht jeder kann sich verstehen. Es ist klar, dass man Leute nicht leiden kann, aber klar, diese dann öffentlich runterzumachen und nee, dieses richtig Rumge, Mobbing, das ist einfach unnötig, ist, komplett unnötig. Der richtige Weg. Nee, das ist krank, das zu machen.
und vor allem dann regelrecht auch noch Hassgruppen zu erstellen, ja, und ja. Screenshots zu verbreiten. Das ist halt genau das Ding. Also halt Nachrichten oder dieses gezielte halt, sich auf eine Person einzuschießen und sowas, das ist ekelhaft, wirklich. Nachrichten, die Drohungen enthalten, das ist die absolut unterste Schublade. Und ja, wie gesagt, wir kriegen das mit, wir werden darüber benachrichtigt, wir kriegen Screenshots zugesendet über die ganzen Sachen. Das heißt, wir wissen auch, welche Person es betrifft. Finde ich geil, und, dass sie sie ignorieren, genau, wirklich, wie gesagt. Unser Appell an euch, bitte stellt es ab, wir haben da keinen Bock drauf bei uns. Wenn ihr irgendeine Scheiße produzieren wollt, dann macht das woanders, aber nicht in unserer Community. Wie gesagt, wir stehen für Toleranz. Wir wollen, dass einfach Leute auf diesen Kanal gehen können und da so ein bisschen so, keine Ahnung, sich ein bisschen identifizieren können und sich vielleicht auch ein bisschen öffnen können, ohne direkt von irgendeiner Seite irgendeine Scheiße abzukriegen. Da haben wir keinen Bock drauf. Wir werden da in Zukunft mehr drauf achten und diese Leute werden dann ausgeschlossen. Deswegen stellt das bitte ein. Genau, jetzt. Und an alle, die fertig gemacht werden, nehmt euch das nicht zu Herzen. Wir haben da schon viele Videos drüber gemacht. Diese Leute kennen euch nicht persönlich. Lasst euch nicht öffnen. Richtig, das ist auch immer so ein Ding. Lasst euch nicht öffentlich fertig machen, lasst euch nicht runterziehen. Diese Menschen, die sowas tun, sind die traurigsten Gestalten von allen und haben überhaupt kein Leben. Und man sollte den Teufel tun, das zu nah an sich ranlassen. Wisst ihr, was ich meine? Das sind meistens alles Leute, die selber extrem große Probleme haben. Öffentlich im Internet von irgendwelchen Leuten angreifen, versucht der Sache aus dem Weg zu gehen, blockiert diese Menschen einfach, geht da nicht drauf ein und setzt euch da nicht weiter mit auseinander, denn das bringt euch nichts und wird auch zu nichts führen. Wie einige von euch wissen, sind sehr viele Freundschaften durch diesen Kanal entstanden, was uns beide sehr freut. Es haben sich viele Menschen gefunden, die... Ja, das ist wirklich extrem schön. Genau, die richtige Freundschaften geschlossen haben, die die gleichen Probleme vielleicht auch teilen. Und es geschafft haben, jetzt sich mit anderen... Hey Freunde! Hallo. Ach, Digga, und herzlich willkommen zu einem... seinen Senf dazugeben, ohne irgendwie erkannt zu werden und an Pranger gestellt zu werden. Bleibt so, wie ihr seid, verändert euch nicht für irgendwelche Menschen, schon gar nicht für irgendwelche Leute aus dem Internet, die meinen, sie könnten euch irgendwie beurteilen oder ihre Meinung zu so euch what the fuck, geben. Was sind das für das Menschen, die sich das anmaßen? Das am besten mittlerweile nach der ganzen Zeit. Ja. Das werden immer wieder nach Leute kommen, die Zeit euch kritisieren werden. Das Wichtige ist nur, dass ihr euch davon nicht verändern lasst, lasst euch nicht runterziehen und gar nicht fertig machen. Denn dafür ist die Zeit zu schade, die ihr habt. Wie gesagt, wir werden sie euch blockieren. Ihr versteht es so, ich stehe absolut dahinter und finde das geil, was sie da sagen.